Herzlich willkommen zu unserer zweiten Veranstaltung im Rahmen von Wissenschaft Leben hier in Heidelberg. Wir haben uns heute ein interessantes Thema für mich rausgesucht und der Titel ist Wissenschaft, ein Teamsport mit einem Fragezeichen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht oder ging. Ich kann mich erinnern an meine Jugend, als ich das erste Mal ein bisschen mit Wissenschaft und Wissenschaftlern in Kontakt kam. Das waren immer alte Männer mit Rauschebart und wallendem Haar, Charles Darwin, der mit der Beagle reist, oder Alexander von Humboldt, Universalgelehrter, der alles für sich in seinem Kopf ganz klarstellt und die Welt erklärt. Und das ist, glaube ich, ein Bild, das dem modernen Wissenschaftler nur noch sehr, sehr, sehr begrenzt entspricht. Und was wir heute versuchen wollen gemeinsam, ist zu diskutieren, wie es in verschiedenen Disziplinen um die Wissenschaftler bestellt ist. Wie sieht denn der aus? Arbeitet er alleine? Arbeitet er zusammen? Wie wichtig ist sowas? Und ich freue mich sehr, dass ich drei illustre Gäste gewinnen konnte. Und die Gäste sind hier gleich neben mir. Frau Mittler. Frau Mittler hat Sinologie und Musikwissenschaften studiert in Oxford und in Heidelberg und ist seit 2004 hier in Heidelberg als Sinologin tätig, war sehr aktiv in der Gründung des Exzellenzclusters Asia and Europe und war Co-Direktorin dort und ist jetzt Gründungsdirektorin des Center for Asian and Transcultural Studies, CATS, und kann sehr viel dazu sagen aus der Perspektive einer Kulturwissenschaftlerin. Dann gehen wir weiter zu Frau Stachel. Frau Stachel hat Chemie und Physik studiert, zunächst in Mainz, war in verschiedenen Orten zur Forschung, kam 1996 zurück nach Heidelberg und ist dort in der Fakultät für Astronomie, Physik und Astronomie, war jahrelang Dekanin und arbeitet sehr intensiv in der Großforschungsanlage am CERN und hat da eine andere Perspektive auf Wissenschaft als vielleicht Charles Darwin die hatte. Und ganz mir gegenüber sitzt Herr Eckert Reimer. Herr Reimer ist Jurist und hat in Heidelberg und in München Jura studiert, hat hier seit 2005 den Lehrstuhl für öffentliches Recht, europäisches, internationales Steuerrecht und war tätig als Dekan. Aber was mich besonders interessiert ist, er war auch tätig und ist Mitbegründer des interdisziplinären Promotionskolleg Digitales Recht. Und das geht ja schon über Jura im engeren Sinn hinaus. Und da würde mich nachher ziemlich interessieren, wie geht denn das? Wie läuft denn das bei Juristen? Weil da habe ich noch so ein ganz klares Stereotyp, die machen das alles selber und es geht gar nicht, dass die es zusammen machen. Aber da, die Fragen kommen nachher. Ich würde jetzt einfach vielleicht der Reihe nach bitten, wenn Sie sich Ihre Arbeitsgruppe, Ihre Arbeit ganz kurz vorstellen würden und dann gehen wir in die Diskussion über. Ja, also für die Geisteswissenschaftler ist eigentlich Teamarbeit gar nicht das Angesagte, sondern es ist tatsächlich so, dass der Geisteswissenschaftler alleine im Kämmerchen sitzt und seine Bücher schreibt. Das ist das Modell. Und dieses Modell, können Sie sehen, ist auch nötig, wenn man nämlich etwas vom anderen wissen will. Dann muss man sich den ganz genau angucken und sich hinterher überlegen, was man da gesehen hat. Hier sehen Sie einen Ausländer, der sich einen Chinesen anschaut. Der Chinese ist rechts, der Ausländer ist links. Die wollen beide voneinander was wissen, aber der Ausländer will offensichtlich nicht so viel wissen von dem Chinesen. Und deswegen guckt der Ausländer durch sein Fernrohr aber falsch rum. Ja, wenn Sie jetzt weiter gucken, mehr vom anderen zu wissen, bedeutet, und wissen zu wollen, bedeutet, dass ich in irgendeiner Weise das, was ich herausfinde, miteinander teile. Ja, und das ist sehr, sehr schwierig in den Geisteswissenschaften. Wir haben alle ganz, ganz unterschiedliche Sprachen. Und normalerweise, wenn wir eine Vokabel, zum Beispiel Revolution oder so, benutzen, dann meint der Europahistoriker da etwas ganz anderes mit als der China-Historiker zum Beispiel. Und die können sich darüber auch nicht einigen. Das ist ein großer, schwieriger Prozess, der interdisziplinäre Arbeit und damit auch Teamarbeit unglaublich schwierig macht. Man kann dafür Modelle nehmen, wie sie die Chinesen zum Beispiel uns mitgebracht haben. Also, Sie sehen da links die drei, einen Buddhisten, einen Konfuzianer und einen Daoisten, die alle in dasselbe Essigfass hineingreifen und alle sehen sie was Unterschiedliches, beziehungsweise schmecken sie was Unterschiedliches. Der eine findet es bitter, der andere findet es süß und der dritte findet es eben sauer. Ja? Und jetzt ist es aber dasselbe Ding, das ist sozusagen die Revolution, der eine sieht es so, der andere sieht es so, der andere sieht es so. Je nachdem, aus welchem Raum, aus welcher Zeit ich gucke, sieht das völlig anders aus. Wie kann ich also über das gleiche Ding
dann reden gemeinsam. Und das tun sie zum Beispiel auch in der Schule von Athen, wo Denker aus ganz vielen verschiedenen Zeiten und auch aus ganz vielen verschiedenen Teilen der Welt zusammenkommen. Hier eben Zeiten. Und wir haben in einem Buch, das war sozusagen das erste gemeinsam geschriebene Buch zwischen einem Europa-Historiker und einem China-Historiker, haben wir versucht, sozusagen den Aristoteles auf der einen Seite und den Buddhisten auf der anderen Seite zusammenzubringen, in einen Dialog zu bringen. Das ist sozusagen das große Problem der interdisziplinären Arbeit. Das können Sie weitermachen. Wir haben das im Cluster Asia and Europe in a Global Context im großen Stil 12 Jahre lang gemeinsam gemacht und sind da dann weitergegangen. Also das war wirklich eine riesige Gruppe, die dann vom Archäologen, der Ägypten machte, bis zum Politikwissenschaftler, der Amerika heute machte. Die haben dann versucht, also gemeinsam diesen Dialog über das Essig, was in Amerika ganz anders schmeckt als in Europa vielleicht, sich dann zu unterhalten. Vielleicht sehen Sie dann, was daraus geworden ist. Dieses Cluster Asia and Europe in a Global Context war zunächst in einem Gebäude in dem schönen Campus Bergheim untergebracht und hat dann einen Forschungsbauantrag gestellt. Das ist auch bei den Geisteswissenschaften nicht normal, dass wir Forschungsbauanträge stellen oder sogar durchkriegen. Und den haben wir durchbekommen. Und jetzt gibt es einen Campus, wo eine Bibliothek, wenn Sie nochmal zurückgehen, dann sehen Sie das, eine Bibliothek eben in der Mitte ist. Und diese Bibliothek hat außenrum die vier Gebäude der vier Asienwissenschaften und der transkulturellen Studien, die eben diese gemeinsame Arbeit machen. Was wir dann da an gemeinsamer Arbeit machen, sind zum Beispiel in Teams Materialien für die Schule erarbeiten, wo wir gemeinsam eben versuchen, aus multiperspektivischer und dann eben auch mit Tiefgang in der sozusagen geschichtlichen Perspektive Materialien zu arbeiten, die Schüler und Lehrer gut benutzen können, um China zu verstehen. Ja. Vielen Dank, Frau Stachel. Wie ist das in der Physik? Also nicht in der Experimentalphysik, muss ich sagen. Ja, genau eben. Bin in der experimentellen Kern- und Teilchenphysik tätig. Und was ich seit jetzt 20 Jahren untersuche, ist, wir versuchen, Materie zu verstehen, wie sie kurze Zeit nach dem Urknall existiert hat. Also auf einer Zeitskala Billionstel Sekunden bis zu Millionstel Sekunden. Und wir machen das, indem wir an Beschleunigeranlagen Kerne miteinander kollidieren lassen und schauen, was rauskommt und versuchen aus dem, was rauskommt, den Materiezustand, der vorher existiert hat, der extrem heiß ist, Temperaturen, Größenordnung 200.000 mal die Temperatur im Innern der Sonne, zu verstehen. Und die Experimente sind so geartet, dass wir alles, was wir dazu brauchen, selber konstruieren und bauen müssen. Also das sind sehr komplexe Detektoren, einschließlich der Mikroelektronik. Also wir müssen auch die Chips selber designen und alles, die ganze natürlich Software und so weiter. Und das heißt, die Arbeit gliedert sich zum einen in eine Phase, wo man ein Experiment konzipiert und versucht, Mittel dafür zu finden. Dann eine Bauphase, die Größenordnung 10, 15 Jahre dauert, wo man wirklich das Experiment in einer weltweiten Kollaboration zusammen aufbaut. Und dann kommt der Betrieb am Beschleuniger. Und wir haben damit 2009 angefangen und sind jetzt gerade in einer Pause von 3 Jahren, wo man nochmal erheblich sowohl das Experiment als auch den Beschleuniger umbauen, um noch besser zu werden. Und das heißt, das ist die Phase, wo man das Experiment betreibt und Größenordnung 6, 7 Monate im Jahr wirklich rund um die Uhr. Aber natürlich nehmen immer andere Leute die Schichten und vieles davon kann man auch remote machen inzwischen. Also am CERN selber präsent sind in der Zeit relativ wenig Leute und den Rest können wir von zu Hause oder von unseren Home Institutions machen, aber es ist klar, dass sowas erhebliche Kollaborationen braucht. Also in meinem Fall sind es über 1000 Wissenschaftler, die an so einem Experiment arbeiten, von Bachelorstudenten bis zum Emeritus oder zur Emerita.
Und dann kommt die Analyse der Daten. Und auch das ist was, was typischerweise ein jahrelanger Prozess ist. Also eine Analyse ist dann die Größenordnung einer Doktorarbeit, wo dann hoffentlich am Ende die Veröffentlichung rauskommt, was natürlich auch in so einer großen Kollaboration keine Kleinigkeit ist, sich mit 1000 Leuten zu einigen, was da drin stehen soll. Und dann kommt die Interpretation der Daten und da habe ich vor vielen Jahren eine sehr, würde ich sagen, fruchtbare Kollaboration angefangen mit wenigen Leuten. Wir waren erst nur zu zweit, mein Mann und ich, als wir noch in den USA waren und dann kamen wechselnde Postdocs dazu und jetzt sind wir eigentlich so seit über 10 Jahren stabil mit einem Kollegen aus Breslau da involviert, einem theoretischen Physiker und einem Experimentalphysiker, der jetzt Ordinarius in Münster ist. Und das Ganze hat sich dann jetzt auch sehr schön einbetten lassen in unseren Sonderforschungsbereich, den wir jetzt in der zweiten Phase haben, wo wir in Heidelberg mit Physikern aus ganz anderen Gebieten zusammenarbeiten, Experimentalphysikern, die machen natürlich völlig andere Experimente und Leuten aus der Theorie. Und was da sich herausstellt, ist, dass es sehr universelle Aspekte in der Physik gibt. Also die heißeste Materie und die allerkälteste, die bei Nanokelvin, wenn man die Sachen richtig skaliert, sieht man, dass das beides ideale Flüssigkeiten sind, die wirklich universelles Verhalten zeigen und das ist sehr spannend. Insofern, also ich habe kleine Kollaborationen mit 3, 4, 5 Leuten, aber dann eben auch die 1000 oder mehr als 1000. Reimer. Als ich 2005 nach Heidelberg kam und dann Berufungsverhandlungen führen musste, kam ein etwas älterer Kollege, den Sie auch alle kennen, und sagte: Herr Reimer, wir arbeiten hier noch selbst. Das war vordergründig die Aussage, halte ich zurück, verlange nicht zu viel vom Rektor an Ausstattung. Aber hintergründig, und man merkt sich ja sowas, ist es doch auch ein ethischer Impuls, werdet nicht zu Organisatoren eurer Wissenschaft, sondern bewahrt euch das Feuer dafür, dass ihr selber die Entdeckungen macht. Und ich glaube, dass sich die Rechtswissenschaft, für die ich stehe, dafür eigentlich auch ganz gut eignet. Also für uns Juristen gilt wieder was Ähnliches wie das, was Barbara Mittler vorhin für die Geisteswissenschaften insgesamt gesagt haben. Es geht ja doch vor allem darum, Dinge zu verstehen, die man liest, die man in Büchern findet, die man vielleicht in Gesprächen entwickelt. Aber im Kern ist diese hermeneutische Arbeit eine Arbeit, die sich schon im Elfenbeinturm oder jedenfalls in einer gewissen Konzentration, sogar Einsamkeit, abspielen kann. Aber, und insofern jetzt doch eine kleine Gegenthese, natürlich ist das Recht ein soziales System. Also man bräuchte keine Normen, wenn es nur einen Menschen auf der Welt gäbe, sondern es geht natürlich immer darum, dass man in irgendeiner Weise das Verhalten steuert im Interesse anderer. Und damit ist das Recht immer etwas Kontrafaktisches, also etwas, was durchgesetzt werden muss, was immer wieder neu verhandelt werden muss, was auch erkämpft werden muss in einem Diskursraum, für den man mehrere braucht. Mhm. Ein Parlament zum Beispiel, ja, oder ein Gerichtssaal. Das sind so die Räume, die wir als Juristinnen und Juristen irgendwie im Kopf haben. Ja, dass wir sagen, natürlich ist die Entstehung von Recht und dann aber eben auch diese Ausdeutung, dieser hermeneutische Akt, etwas, was nur geht im Streit mit anderen, also im Ringen um das schlagende Argument. Und natürlich macht man sich in einer ersten Stufe erstmal selber Gedanken und Notizen, wie formuliere ich das so, dass es irgendwie schmissig klingt und dass es nicht zu viele Ecken und Kanten hat, aber doch den nötigen Stachel zeigt. Aber am Ende merkt man eigentlich erst in der gesprochenen Rede, ob tatsächlich die Überzeugung funktioniert, ja, oder ob man irgendwas übersehen hat. Und deswegen ist der Diskurs, also gewissermaßen dieser Resonanzraum, jedenfalls für die Rechtswissenschaft, aber wahrscheinlich für jede hermeneutische Wissenschaft doch unabdingbar. Also eine Mischung aus Elfenbeinturm und Teamarbeit, also einem sozialen Raum. Und vielleicht noch ein Wort zur Interdisziplinarität, weil natürlich wir hier eine ganz tolle Runde bilden in sehr unterschiedliche Richtungen, Methoden, unterschiedliche Erkenntnisinteressen. Mein Eindruck ist, dass überall da,
wo Teambildung nicht funktioniert, interdisziplinäre Arbeit immer zum Scheitern verurteilt ist. Also die Großordinarien alten Schlags, die wir ja noch erlebt haben, dulden niemanden neben sich und schon gar nicht über sich, sondern sind im Grunde Spitzen einer Hierarchie. Hierarchien sind aber letztlich wissenschaftsfeindlich und ich glaube ganz besonders dann hinderlich, wenn man versucht, interdisziplinär unter Wahrung einer Gleichordnung der verschiedenen Methoden und Erkenntnisinteressen zu arbeiten. Und deswegen wäre eigentlich die These, dass jede gute Teamarbeit und eben gerade die interdisziplinäre Zusammenarbeit eigentlich schon Gleichordnung braucht. Ja? Also eine Partnerschaftlichkeit, die eben der herrschaftsfreie Dialog im Sinne der Frankfurter Schule ist. Das klingt alles ziemlich gut. ich würde mich einfach interessieren, inwieweit sich diese Idee auch in Ihrem, sie bleibt einfach da hängen, in Ihrem Bereich schon durchgesetzt hat. Weil so aus der Distanz scheint mir Jura schon ein Fach, das nach wie vor eher auf der konservativen Seite liegt und das nicht unbedingt Hierarchien relativ rasch flach gebügelt hat. Ich glaube, in den Biowissenschaften, wir haben das Gefühl, ähnlich wie in der Physik oder in anderen Naturwissenschaften, da haben wir einen etwas lockeren Umgang auch mit den Studierenden, auch mit den Promovierenden, mit den Habilitanten. Das ist mehr oder weniger eine Ebene, während mein Eindruck von der Juristerei ist schon eher steil. Sagen Sie, weil ich jetzt eine Krawatte trage. ich hatte es auch vor, aber ich habe sie oben gelassen. Also ich glaube, natürlich sind alle Wissenschaftler haben irgendwie sozusagen ihre Färbung in der Wolle. Ja? Und natürlich sind Juristen ausgebildet vor allem für den Gerichtssaal. Also die Ausbildung, die eigentlich fast alle von meinen Kolleginnen und Kollegen haben, ist die Ausbildung mit Staatsexamen plus Referendariat, also Befähigung zum Richteramt. Und sowas prägt einen schon autobiografisch. Ja? Also wir haben als Staatsanwälte gearbeitet, wenn auch nur im Referendariat, so auf kleiner Flamme und haben Zeugen vernommen und haben eben Urteile geschrieben und auch uns als Anwälte versucht und bilden dafür auch aus. Das ist keine rein theoretische Wissenschaft, sondern diese Entscheidungswissenschaft soll natürlich schon dazu führen, dass am Ende die Absolventinnen und Absolventen auch in der Lage sind, zu sagen, wie es ist. Ja? Das kann dann falsch sein, aber es ist ein Fach, das vom Gegenstand her natürlich auf die hierarchisch durchzusetzende Entscheidung drängt. Und vielleicht prägt das in gewisser Weise auch den eigenen Habitus. Ich kann das aber schlechter beurteilen als Sie, ich bin da befangen. Aber nochmal, das, was ich vorhin gesagt habe, das meine ich schon so. Die Wissenschaft selber ist ein anderes System. Also das Erkenntnisinteresse, das wir als Wissenschaftler haben, verträgt, glaube ich, nicht viel Hierarchie. Wie kriegen Sie es dann zusammen? Es ist ja eigentlich ein ständiger Kampf. Das System erfordert die Hierarchie, aber die Wissenschaft würde massiv profitieren von einem Raum, zumindest innerhalb des hierarchischen Bereichs, der sie abstellt. Durch Reflexion. Also bei uns ist sorry. Also diese, ich wollte es einfach nochmal aufnehmen, diese Hierarchisierung ist eine, die jetzt sozusagen durch Ihr Fach, haben Sie das angesprochen, da ist. Ja? Wenn man jetzt mehrere Fächer zusammenbringt, ist es durchaus auch so, dass zwischen den Fächern eine solche Hierarchisierung stattfindet. Also deswegen Asien und Europa, da sind die Europawissenschaften natürlich in der Universität die größere Gruppe. Ja? Damit sind Asienwissenschaftler in einer hierarchisch weniger guten Position. Und das bedeutet auch, dass wenn wir anfangen, Methodenarbeit zum Beispiel zu machen, dass das auf der anderen Seite nicht so gehört wird. Andererseits wir sozusagen europäische Methoden immer kennen, ja, und europäische Schriftsteller und so weiter immer gelesen haben, während die natürlich keiner hat Konfuzius und Zhuangzi und weiß ich nicht, wen allem gelesen, ja, von den Europawissenschaften. Und da, um sozusagen wirklich hinzukommen zu etwas, was man Welt als Methode nennen kann, das wäre eine völlige Enthierarchisierung zwischen den unterschiedlichen Wissenschaften und den unterschiedlichen Standpunkten. Dann muss man sich echt eine neue Art zu denken, auch ausdenken, die anfängt, intradisziplinär, wie Sie das vorhin genannt haben, und die sich dann interdisziplinär tatsächlich auch vervielfältigen kann. Aber sorry, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Also, nee, das passt ganz gut. Also ich glaube, bei uns kommt das viel mehr durch die Fragestellung, weil einfach völlig klar ist, die Probleme sind so groß, dass man viele Teams braucht. Also bei mir im Experiment, das sind Größenordnung 75 bis 80 verschiedene Teams aus der ganzen Welt.
Und da sind manche relativ groß. Also ich habe sowas wie 25 Leute. Es gibt auch ein paar, die noch größer sind. Aber dann gibt es auch Teams, das ist ein Professor mit zwei Studenten. Und die Kunst ist immer, aus Katzen eine Herde zu machen. Mhm. Ja, also natürlich, das sind auch viele Primadonnen und jeder Professor denkt, er ist der Größte. Aber wir wissen auch, wir müssen zusammenarbeiten und wir müssen uns zu einem Team zusammenfinden und wir müssen neue Organisationsstrukturen finden, wie man das macht. Und das ist durchaus, also der Sozialisierungsprozess ist nicht einfach, aber es ist ganz klar, wir müssen es machen. Aber warum? Und da muss man manche Kröte schlucken auch. Also bei uns ist, glaube ich, diese, ich weiß nicht, ob es in der Juristerei auch so ist, wir müssen das nicht unbedingt. Oder es war wir oft müssen so, es, ja, weil das Problem zu groß ist, um so ein Experiment zu bauen. Dass, wenn ich schon mit meinem Beitrag 15 Jahre daran arbeite, ich kann es ja nicht 100 Jahre machen, dann ist die Technologie der ersten Sachen schon längst wieder verfallen. Also wenn man das auf einer vernünftigen Zeitskala realisieren will, braucht man einfach die Manpower und die kann nicht an einer Universität und die kann auch nicht an einem Land sein. Und darum ist der CERN schon von vornherein so aufgesetzt worden, dass es selbst von der Finanzierung her ein internationales Labor war und hat existiert, noch vor es überhaupt die EWG damals gab, und war, glaube ich, das für lange Zeit erfolgreichste europäische Unternehmen, weil die Leute sich eben nicht über politische Details streiten können. Wenn man Fortschritt machen will, dann muss man zusammenfinden. Und da kann nicht jeder sich schmollend in seine Ecke zurückziehen und sagen, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben, weil dann ist man außen vor. Ja? Ich auch so. Ich hätte dann eher eine Frage an Sie, Frau Mittler, weil Sie sagen, man muss ja nicht unbedingt. Bei uns in den Naturwissenschaften würde ich sagen, sind die großen neuen Entdeckungen nicht zu machen, wenn man sich in dem Bereich aufhält, wo sich schon immer Leute aufgehalten haben. Man muss neue Grenzen finden, man braucht neue Interfaces. Ist es so, dass in den Kulturwissenschaften da noch so viel zu holen ist in den Bereichen und es eigentlich noch eine lange Entwicklung braucht, bis man in neue Interfaces geht? Ja, also es gibt in meinem Bereich, es gibt so viele Texte, die noch nicht wirklich gelesen und bearbeitet sind. Ja? Es gibt immer täglich sozusagen neue archäologische Funde, Materialien, wo man tatsächlich also auch dann die Bambusspleißen wieder zusammensetzen muss, damit man überhaupt möglicherweise einen Text da hat, den man dann wiederum interpretieren muss und der ganz anders ist als das vielleicht, was überliefert worden ist. Und das muss man gegeneinander stellen. Und das bedarf der Arbeit von einzelnen Kämpfern, die tatsächlich dann sich dahinsetzen und versuchen, aus diesem etwas Sinnvolles herauszubringen. Die Gruppenarbeit beginnt in dem Moment, in dem ich mich sozusagen aus dem einen kleinen Einzelproblem entferne und zum Beispiel versuche, etwas Universelleres machen zu wollen. Also eben die Frage der Transkulturalität, ja, wie ist ein Objekt von A nach B gekommen und was haben unterschiedliche Leute dann daraus gemacht? Da kann ich dann nicht mehr nur mit meinem chinesischen Wissen anfangen, weil das Objekt möglicherweise in Europa gelandet ist und da was völlig anderes angefangen hat zu bedeuten. Und zwar, weil ein Europäer es aufgenommen hat und der ganz andere Baggage sozusagen mitbringt, um dieses Objekt sich zu erschließen. Also ist die Interdisziplinarität vorgegeben durch den Weg des Studienobjekts? Zum Beispiel, also bestimmte Fragen kann ich nur besser interdisziplinär klären und andere kann ich vielleicht wirklich in der Kammer ganz alleine für mich klären. Einfach nur mal für mich eine Einschätzung Ihrerseits, wie viel Prozent. Naja, oder sagen wir, wie viele Ihrer Mitarbeiter arbeiten an Themen, wo man sagen würde, okay, das machen sie ganz allein und da kommt rechts und links mal ein Fünkchen mit dazu, weil da eine Querfrage ist, aber im Grunde ist das eine Einzelarbeit und wie viele sind wirklich darauf angewiesen, dass es gemeinsam läuft? Also normal ist eigentlich, dass wir eine Abgrenzung haben in Nationalgrenzen. Ja? Wir haben die Romanistik, wir haben die französische Geschichte etc. 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 Und deswegen der Normalfall ist, Ihre 90%, ich habe keine Ahnung, ob diese Zahlen stimmen, ja? Der wäre so.
Und dann gibt es aber die Leute, die sich mit Globalgeschichte, mit Flüssen, mit diesem Austauschprozessen und so weiter beschäftigen, die transkulturelle Studien betreiben. Und die stellen allerdings fest, dass eigentlich der Lauf der Dinge und der Welt so einer ist, der überhaupt nicht abgegrenzt ist, dass jeder von uns so viel DNA aus allen möglichen Richtungen in sich hat, dass wir, keiner von uns ist ein reiner irgendwas, Deutscher oder so etwas, und dass sozusagen das eigentlich viel wichtiger wäre, sich von dieser multiperspektivischen Sicht dann eben auch dieser Phänomene, der Großteil der Phänomene sind, zu nähern, das ist auch klar. Es wäre wichtig, aber das System an sich erlaubt eigentlich, dass sich jeder in seinem Raum aufhält und es gibt keine zwangsläufige Notwendigkeit, genau, die Türen aufzustoßen, ja, und in eine neue Richtung zu gehen. Ich glaube, das ist ein grundsätzlicher Unterschied, den wir in den Naturwissenschaften sehen, weil wir können noch tiefer bohren, aber wir empfinden es vielleicht auch als langweilig oder uns fehlt die neue Herausforderung. Also ich glaube, in der Physik ist es die Art der Fragestellung. Ich habe durchaus Kollegen im Physikalischen Institut, die haben ihre 2-3 Laserexperimente und die haben Gruppen, die im Wesentlichen dann aus ihren Postdocs, Doktoranden, Studenten bestehen. Und die Gruppen sind ähnliche Größe vielleicht wie meine, aber die müssen nicht mit anderen zusammenarbeiten, sondern vielleicht mit Theoretikern, um intensiv sich da auszutauschen und neue Ideen zu kriegen. Und den Rest kriegt man im Austausch mit konkurrierenden Gruppen auf Konferenzen mit. Aber ich habe so über den Lauf meines Lebens gesehen, die Probleme wurden immer komplexer. Und anfangs, meine ersten Papers waren vielleicht noch mit 6, 7 Co-Autoren und das nächste Experiment, da waren wir dann 15 und dann waren wir 40 und jetzt sind wir halt 1000, weil das einfach, wenn man das Problem in vernünftiger Zeit effizient angehen will, ist die Größe erforderlich. Dann nennen Sie das auch Zusammenschreiben, oder? Also was mich wirklich sehr erstaunt hat in meiner Studienstiftlergruppe, ja, da sind sehr viele Mediziner dabei und die reden dann von ihrer Doktorarbeit und sagen, ja, die müssen sie jetzt zusammenschreiben. Das ist für, also Reimer hat es ja eben sehr, sehr klar gemacht, dass wir feilen an jeder Formulierung, an jedem Satz. So ein Buch, ja, bei uns sind es immer noch Bücher, ja, die schreiben eigentlich Leute alleine, gerade deswegen, weil man einen eigenen Stil, eine Sprache entwickelt und eine bestimmte Art zu argumentieren, die dann überzeugen soll. Ja? Gut, und bei uns, das zu zweit zu machen, sind es halt nicht die Worte, die zählen, genau, ja, sondern die Ergebnisse. Und das heißt, wenn man die Abbildungen hat, in denen die gezeigt sind, dann ist der Rest in der Tat Zusammenschreiben. Also ich habe meine Doktorarbeit in 2 Wochen geschrieben. Wir haben zwar nachher, die musste ich noch mit Bleistift, habe ich die auf Papier geschrieben. Wir haben jeden Abend richtig die Finger wehgetan. Aber wenn man seine Ergebnisse hat und seine Abbildungen hat, dann der Rest drumherum geht wahnsinnig schnell oder kann schnell gehen. Also es kann auch mal ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr dauern, aber die Doktorarbeit ist nicht der Prozess des Schreibens, sondern das ist das Experiment und das Experiment durchführen, die Messergebnisse verstehen und dann ist das Schreiben, kommt auch so auf die Worte, nicht so nuanciert an. Sie haben gesagt, bei Ihnen ist genau die richtige Wortwahl, ist, ob man sein Anliegen wirklich effizient vermitteln kann. Das ist bei uns fast sekundär. Also das ist wichtig, wenn wir kommunizieren mit der Öffentlichkeit und das rüberbringen wollen oder in der Vorlesung. Aber auf Tagungen halten die Leute auch zum Teil vom Stil her grottenschlechte Vorträge und werden genauso bewundert und die Ergebnisse sprechen für sich. Also ich glaube, da ist ein großer Unterschied zwischen unseren Disziplinen. Ich glaube, das ist genau richtig, Frau Stachel. Es ist eben, die Medien sind verschieden. Für Sie ist Sprache eine Krücke, die vielleicht fast hinderlich ist, weil sie nicht die Präzisionsansprüche transportiert, die Sie haben, wenn Sie Zahlen und Formeln verwenden. Während jedenfalls in den Humanities, bei den Sozialwissenschaften ist das schon wieder halb anders, die Sprache nicht nur Medium, sondern auch Gegenstand ist. Und die Sprache eine bewusste und gewollte Transformationsfunktion hat. Also sie ist fast eine Art Subjekt, ja, die Sprache. Die Sprache verändert unser Denken. Und erst indem wir schreiben, verstehen wir, was wir eigentlich gedacht haben. Und das
kann man mögen oder nicht mögen, aber das führt genau zu Ihrer Ausgangsfrage am Anfang zurück, was eigentlich ist, wenn jetzt auf einmal bestimmte Wissenschaften, die traditionell extrem textgebunden gearbeitet haben, sich digitalisieren oder noch schlimmer, wenn sich der Gegenstand digitalisiert. Ja, also wenn wir jetzt in meinem Bereich, wenn auf einmal das Recht nicht mehr in Form von in deutscher Sprache geschriebenen Paragraphen irgendwo steht und alle können es lesen und so leidlich verstehen, was gemeint ist, sondern es wird direkt einprogrammiert in den Chip. Ja? Und ich komme da nicht mehr dran. Ich merke bloß, irgendwann bleibt der Roller stehen und ich kann nicht mehr über die Neckarbrücke fahren, weil der Betreiber von dem Roller nicht will, dass ich damit über den Neckar fahre. Ja? Der denkt, der wird nass, wenn man über die Brücke fährt. Und das ist eine Form von Recht, die sich der menschlichen Auslesung letztlich entzieht. Da kann man dann auf einmal nur noch experimentell merken, was die Regeln sind. Ja, weil offenbar das Ding jetzt nicht weiter will. Mhm. Aber da findet eine Transformation statt in dem Regelwissen, die schön und schauerlich zugleich ist. Ja, sie ist schön, weil sie wahnsinnig effizient ist, also oder effektiv vor allem. Ja, das Ding wird jetzt auch nicht nass, weil ich kann den nicht auf die Schulter nehmen. Auf der anderen Seite ist aber so, ich komme jetzt auch dann, wenn ich in Not bin, nicht über die Brücke. Ja, und wenn ich es wirklich eilig habe, weil irgendwie ein Notfall ist oder so. Und das war früher möglich. Solange man nur geschriebenes Recht hat, hatte ich die Freiheit, mit meinem normalen Roller auch über eine rote Ampel zu fahren und mich dann hinterher zu erklären gegenüber einem Menschen, warum ich das gemacht habe. Und dann ergeht vielleicht auch Gnade vor Recht. Ja? Und insofern sind diese Medienwechsel tatsächlich auch Veränderungen des Gegenstands und nicht nur Ausdrucksfragen. Hm. Frau Stachel, Sie haben es gesagt, am Ende haben Sie Publikationen mit 1000 Co-Autoren. Im Gegensatz zu den Geisteswissenschaften, wo ein Autor ein Buch. Wie kommen die Leute damit zurecht? Wie kommen Teams mit 1000 Sportlern, da gewinnt nur einer, der Teamchef vielleicht, wenn sie gewinnen. Aber der individuelle Nutzen ist nicht sofort erkennbar. Sind Physiker alles Altruisten? Nee, gar nicht, aber man muss einfach einen Satz von Spielregeln entwickeln. Also im Detail natürlich arbeiten sehr überschaubare Gruppen an einem Problem. Und die Kollaboration ist organisiert in thematischen Gruppen, wo dann nur vielleicht an einer speziellen Analyse arbeiten 3-4 Gruppen und dann vielleicht noch mal ein paar an Sachen, die was miteinander zu tun haben. Und die treffen sich einmal in der Woche, schon lange vor Corona virtuell, und tauschen ihre Ergebnisse aus. Und auch der Doktorand berichtet da alle 2 Wochen oder so. Das heißt, die Leute wissen schon immer, was macht derjenige. Und wenn die Gruppe dann der Meinung ist, es ist was genügend gereift, dass man es einem größeren Kreis vorstellen kann, dann wird es vielleicht auf einem der 3-mal im Jahr stattfindenden Kollaborationstreffen vorgestellt. Und dann kann man, wenn die nächstgrößere Einheit, also das ist eine Physics Working Group, der gehören vielleicht 100 Leute an, wenn die sagt, okay, das könnte jetzt zur Veröffentlichung vorgeschlagen werden, dann kann man formal einfach einen Vorschlag machen und sagen, wir möchten zu diesem Thema und das sind die Ergebnisse, die da rein sollen. Und die müssen aber dann so angekündigt und präsentiert werden, dass die ganze Kollaboration das sehen kann. Also das ist dann ein Meeting, da werden speziell eben neue Ideen für Papers vorgeschlagen und die müssen angekündigt werden und dann ist jeder dabei. Und wenn jemand was dagegen hat, kann er es in dem Moment sagen. Aber natürlich versteht nicht jeder die Details, der nicht daran gearbeitet hat. Und dann wird ein sogenanntes Paper Committee gegründet, was aus 3 bis 5 Leuten besteht, die dann wirklich mal erstmal eine Veröffentlichung schreiben. Dann kommt die nächste Stufe, dann wird ein Internal Review Committee gebildet aus Leuten, die nicht beteiligt waren an der Analyse, die dann genau versuchen, das zu verstehen. Und das ist ein Prozess, der dauert bestenfalls einen Monat oder 2 Monate, aber der kann auch mal 1,5 Jahre dauern, wenn man sich nicht einigen kann. Und es kommen vielleicht wirklich grundlegende Fragen und Diskussionen auf. Und dann, wenn das konvergiert ist, dann geht der Entwurf der Veröffentlichung an die ganze Kollaboration und dann kann jeder sich äußern dazu. Und dann kommt ein relativ schmerzlicher Prozess, dass man, es äußern sich nicht 1000 Leute, aber es kann gut sein, dass 50 sich äußern.
und dass sie sich zum Teil auch widersprechen. Und das heißt, dann muss man all die Vorschläge aufnehmen, dann kommt eine nächste Collaboration Round, die dauert dann nur noch mal 2 Wochen, da kommt dann nicht mehr so sehr viel und dann geht die Veröffentlichung raus. Und das heißt, es gibt dann Strukturen, die sich bilden, die mehr oder weniger funktionieren. Das ist natürlich für einen Doktoranden oder eine Doktorandin bitter, wenn die mit ihrer Analyse fertig ist, die Doktorarbeit ist geschrieben und das Paper, wenn man Glück hat, geht es schnell und wenn man Pech hat, dauert es lang. Und gibt es Blame Games? Also ich meine, wenn jetzt die eine Gruppe, die dagegen war oder die eine Analyse nicht eindeutig fand oder so bei dem Peer Review, wenn die dann sich nicht durchsetzt, beziehungsweise ja, dann wird es tatsächlich eingereicht. Also offensichtlich ist dieser Prozess ja noch vor dem Erscheinen dann in der Zeitschrift oder wie auch immer das bei Ihnen also genau wenn jemand ist. Wirklich nicht einverstanden ist, wird es schwierig. Ich kann nicht einfach sagen, ich schreibe mich da nicht drauf, lasst meinen Namen weg. Dann muss zumindest der Labordirektor oder der Forschungsdirektor vom Labor informiert werden, dass es da Leute gibt in der Kollaboration, die nicht Co-Autoren sein wollen und der dann will das Labor verstehen, warum ist es so? Warum sind die Leute aus dem Experiment zum Teil dagegen? Also aber wenn die jetzt, also sagen wir mal, die hätten recht, was würde dann passieren? Dann wird es nicht veröffentlicht. Ja gut, aber das kann sich ja auch erst hinterher raus. Also bei uns ist es so, dass solche Dinge sich nicht notwendigerweise vorher schon rausstellen, sondern dass es vielleicht hinterher rauskommt, also diese Lösung war wirklich nicht die ideale Lösung. Das kommt vor, das ist selten, aber das passiert, in der Tat. Also es gibt Sachen, aber dann mitgehangen, mitgefangen. Also dann ist jeder, der auf dem Paper draufsteht. Schuld. Natürlich wird man weltweit, wissen wir ja, wer macht in der Kollaboration was. Und dann weiß man schon, das war die und die Gruppe, wo das herkam. Aber im Prinzip ist es die Kollaboration. Also bei uns ist es so, wer den meisten Beitrag hat in kleinen Kollaborationen mit, weiß ich was, 10 Co-Autoren, der steht vorne. Wir haben einen relativ klaren Code in der Autorenreihenfolge, der hinterher auch Außenstehenden erlaubt, zuzuordnen, was war der relative Beitrag. Was mich interessiert ist, welchen Code gibt es in der Physik und wie profitieren Einzeldoktoranden, die an so einem Projekt arbeiten und können, wenn sie in so einem Projekt arbeiten, eine eigene Karriere aufbauen? Wie werden die wahrgenommen? Also in der Tat, wenn die Kollaborationen kleiner sind, dann gibt es sowas wie First Author und Last Author. Das gibt es bei uns gar nicht. Bei uns ist es alphabetisch. Aber es gibt natürlich Konferenzen und es gibt dann Conference Proceedings und die Vorträge werden dann schon, gehen schon an die Leute, die da jetzt wichtige Beiträge geleistet haben. Also man kann insofern aus dem Lebenslauf sehen, wer hat darüber geredet, wer hat die Analysis Note geschrieben, wer hat die Proceedings geschrieben. Und der Rest ist einfach, der Rest geht dann schon über ja, Empfehlungsschreiben. Und auch, dass die Leute selber in ihrem Lebenslauf schreiben, ich habe hier jetzt 126 Veröffentlichungen, aber das sind die 10, zu denen ich selber das und das und das beigetragen habe. Und das muss dann natürlich auch aus den Empfehlungsschreiben hervorgehen. Und das müssen auch Leute, die vielleicht außerhalb der Kollaboration sind, die werden auch bestätigen, dass sie mit demjenigen oder derjenigen in regen Kontakt dazu waren und etliche Vorträge gehört haben. Insofern wird dann die Sichtbarkeit, kommt durch den Peer Review im Experiment, aber auch in der Community. Aber den Papers, wenn jetzt jemand von außen kommt, der in, was weiß ich, in der Chemie arbeitet, der wird Schwierigkeiten haben zu sehen, einfach nur aus bibliometrischen Indikatoren, wie gut ist der oder die Einzelne. Das geht nicht. Herr Reiner. Ich finde das ungeheuer spannend und danke richtig für dieses Gespräch, denn man sieht, dass da, wo die Gruppen größer werden, ja dann sich sowas entwickelt wie ein Code, wie Regeln, wie Gebräuche, wie Riten, ja, die man irgendwie einhält, die aber auch community-spezifisch sind, also auch innerhalb der Naturwissenschaften absolut, stark divergieren. Ja, ja. Bei den Ökonomen ist es nochmal wieder anders. Also Zusammenarbeit ist sehr voraussetzungsreich. Sie kann ungeheuer viel bewirken und es geht auch nicht ohne sie. Das fand ich auch so überzeugend, Frau Stachel. Auf der anderen Seite ist aber eben auch klar, die Zusammenarbeit braucht dann nochmal extra Energie für das interne Management, für die Regeln, nicht? Ein bisschen auch, sie braucht ganz viel von der Ressource Vertrauen. Mhm.
wenn alle sich misstrauen in solchen großen Gruppen, dann ist im Grunde das Scheitern vorprogrammiert. Und auch selbst, Sie haben vorhin mal kurz von Konkurrenz gesprochen, ja, wenn es innerhalb der Gruppe ein bisschen Konkurrenz gibt, dann kann das ja enorm qualitätssteigernd wirken, weil verschiedene Leute von verschiedenen Seiten geradezu ehrgeizig draufschauen, was die anderen machen, aber auf der anderen Seite kann es auch zerstörerisch sein. Und insofern hat, wie die Demokratie, auch die Wissenschaft im Team ihre Kosten. Ja, ja, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Also es ist klar, es ist leichter, wenn man durchsetzungsfähig ist oder wenn man zumindest einen Chef oder eine Chefin hat, die durchsetzungsfähig ist. Und der ganze Prozess, sich in so einer Kollaboration zu sozialisieren, also das haben die Jungen auch gemerkt. Und die bilden jetzt schon auch ein Juniors Network. Die machen Veranstaltungen nur für sich, wo niemand von uns dabei sein darf, wo sie einfach auch viele Sachen unter sich ausmachen und vielleicht auch feststellen, was funktioniert, wie läuft es in meiner Gruppe, wie läuft es in deiner Gruppe, was ist bei uns gut. Und also das ist ganz klar. Und auch in den Managementorganen der Kollaboration müssen wir die Juniors dabei haben. Also im Management Board sind 2 Nachwuchswissenschaftler oder Doktoranden. Und die Anliegen muss man ernst nehmen, weil das ist zum Teil für die Jungen gar nicht einfach, ihren Platz in so einer großen Kollaboration zu finden. Haben die es heute schwerer, als Sie es früher hatten? In gewisser Weise haben sie es leichter, weil das Experiment müssen sie nicht allein bauen und da müssen sie nicht nach 2 Jahren sehen, das geht gar nicht und ich muss mir ein neues Thema suchen. Na, die Themen entwickeln sich zum Teil erst im Lauf der Arbeit, dass man sagt, okay, das könnte jetzt in eine gute Richtung führen, das wird jetzt deine Doktorarbeit. Insofern ist das Risiko geringer, aber natürlich die Chance, dass man verloren geht, ist auch nicht null. Oder dass man sich in der großen Struktur, die über die eigene Gruppe rausgeht, zurechtfindet. Also insofern würde ich sagen, es ist leichter und schwerer. Mhm. Und es kommt sicher auf die Persönlichkeit an, auch wie man damit zurechtkommt. Wie ist denn der Status des originellen Gedanken, der bei uns eine ganz wahnsinnig große Rolle spielt und der dann natürlich auch dazu führt, dass sozusagen der Einzelne mit seinem originellen Gedanken den auch nicht teilen will, also es gibt so eine Territorialisierung dann und eben das Copyright sozusagen auch auf diesen Gedanken. Also ich denke, bei Ihnen sind Patente und so etwas, ist bei uns sehr, sehr ausgeprägt in der Hinsicht, dass der Einzelmensch im Prinzip immer wieder sich beweisen muss als jemand, der besonders originell, der was ganz Besonderes macht. Und das bedeutet dann auch, dass Doktoranden zum Beispiel nicht so gerne ihre Dinge, die unfertig sind, rausgeben oder teilen oder so. Und das scheint mir doch ganz anders zu sein. Also deswegen, da muss man beim Teamworking auch wirklich immer, also ich habe große Doktorandengruppen, ja, aber die sind immer vorsichtiger, als ich das zum Beispiel in Naturwissenschaften oder so erlebt habe. Also die Leute halten normal nichts zurück, aber es gibt natürlich Veröffentlichungen mit 2 oder 3 Autoren. Nicht alles, was jetzt jemand sich überlegt, muss in einer Veröffentlichung der Kollaboration landen. Mhm. Nur wenn ich Daten aus dem Experiment verwende. Aber ich kann zum Beispiel die Methode, kann ich mit 1 oder 2 Leuten veröffentlichen. Oder wenn die Daten veröffentlicht sind, kann ich eine Interpretation der Daten oder Theorie dazu oder auch eine Zusammenarbeit mit einem Theoretiker. Das sind dann durchaus Papers mit wenig Autoren. Und da gucken natürlich auch die Leute drauf, wenn es um Fakultätsstellen geht und so. Gibt es auch Publikationen, die jetzt wirklich den Einzelnen auszeichnen? Und wie ersetzbar ist der Einzelne? Also ich verstehe die Frage von Frau Mittler auch ein bisschen nach der Originalität, danach, ob jemand irgendwie mal gegen den Strich bürstet, mit unorthodoxen Thesen rauskommt, von den anderen auch erstmal für Spinner gehalten wird. Gibt es das oder ist das absolut eigentlich in dem System gar nicht mehr vorgesehen? Absolut, nein, das ist essentiell. Ja. Wir brauchen neue Ideen. Wenn jetzt ich am Anfang 2009 sage, und das machen wir die nächsten 10 Jahre, also das würde uns nicht tragen. Wir brauchen klarerweise, wir brauchen auch Leute, mit denen wir streiten und wo wir sagen, nee, das ist ganz anders und dann überlegt man, was muss man messen oder was würde beweisen, dass der oder diejenige recht hat. Also
ohne die brillanten Ideen, genau, oder auch Versuche, wo alle anderen sagen, das ist zum Scheitern verurteilt, das kann nie was werden und dann wird es eben vielleicht doch was. Also ohne das geht gar nichts. Ich glaube, in den Geisteswissenschaften ist es tatsächlich so, dass das Streiten oder das unterschiedlicher Meinung sein über ein Ding, deswegen das Essig, das sozusagen für den einen bitter, für den anderen sauer, ja, das ist eigentlich die Grundsache, das bringt den Fortschritt auch, wenn ich eben nicht gemeinsam, sondern erstmal für mich alleine eine Meinung forme und die dann in diesem Resonanzraum, das fand ich sehr schön, ne, zum Spielen bringe und dann schaue, wie weit trägt das ein. Also ein bisschen bauen wir uns natürlich auch unsere Begriffe selber, ja, und diese Gedankengebäude und so. Wir verstecken einen Löwen hinter dem Baum und dann gehen wir hinter dem Baum und sagen, oh, ein Löwe. Und glänzen damit in der Community oder in der FAZ. Ja, das ist natürlich ein bisschen auch ein Zerrbild von Wissenschaft. Es sind so die Public Intellectuals, die so arbeiten, aber es ist doch immer so ein Hauch von Konstruktivismus dabei, der doch wahrscheinlich bei Ihnen in der Naturwissenschaft wird schwierig, weil es ist sehr experimentbasiert und wenn die Hypothese und das Experiment nicht zusammenpassen, dann war die Hypothese nichts. Da kann der Löwe hinterm Baum stehen, wie er will. Aber das Beispiel mit dem Essig, also das haben wir durchaus auch. Ja. Was zeigen die Daten jetzt eigentlich? Mhm. Na, ich lasse die Kerne miteinander kollidieren und dann mache ich bestimmte Beobachtungen, dass Verteilungen oder Korrelationen so und so aussehen. Und dann kann ich vielleicht sagen, das ist hier typisch kollektives Verhalten. Das System expandiert als Ganzes, da kann ich Hydrodynamik drauf anwenden und so weiter. Und andere Leute sagen, nee, also das ist einfach binäre Streuprozesse und kann ich ganz anders verstehen. Also da gibt es durchaus Streit, der zum Teil auch viele Jahre dauert. Oder manches geht über eine ganze Karriere. Man muss manchmal sehr geduldig sein, bis man zeigen kann, dass man jetzt wirklich den springenden Punkt hat. Ja, bei uns ist es aber dann eher so, dass es nicht notwendigerweise eine Lösung gibt. Es gibt die Lösung ja? Vielleicht gar nicht. Ja, dass es eben wirklich also mehr vom anderen Wissen bedeutet, dass ich wahrnehme, okay, das ist eine andere Wahrnehmung derselben Sache, ja, wie der Blinde, der sozusagen vom Elefanten, der eine spürt den Schwanz und der andere spürt die Hörner, dann haben die sozusagen ganz unterschiedliche Ideen, was ein Elefant ist. Und es ist aber das eine Ding. Und vielleicht auch, was Fortschritt ist. Ja. Ja, wir haben da schon so, der Harald Lesch hat es mal schön gesagt, wir irren uns empor. Ja, also natürlich gehen wir im Zickzack und wir gehen auch mal zurück, aber wir denken zumindest in der Physik, dass wir Fortschritt machen und dass wir definitiv 20 Jahre später Sachen richtiger verstehen und wissen als vorher. Hat mich auch die Pandemie gezeigt, dass dieses Nach-Außen-Tragen von solchen Diskursen, ja, vom Konflikt auch, die Öffentlichkeit in einer ganz neuen, ganz, ganz guten Weise auch interessiert für Wissenschaft. Ich bin nicht sicher, ob es interessiert. Eher mein Empfinden oder? War eher, die Öffentlichkeit erwartet von der Wissenschaft eher was wie richtig oder falsch. Und Grauwerte sind was in der Wahrnehmung der Wissenschaft nicht so sehr vorkommt. Also Wissenschaft wird als eher Religion gleichgesetzt und ihr habt es so gesagt, also ist ein Dogma, warum ist es am nächsten Tag anders? Das kann doch nicht wahr sein. Das stimmt doch nicht. Aber das bringt uns auf ein ganz anderes Thema. Ich wollte eigentlich noch mal was anderes beleuchten. Wir haben jetzt gesprochen über die Leute, die in der Kollaboration arbeiten, aber wie ist es in Ihrem Umfeld jeweils, was ist die Rolle des Gruppenleiters, des PIs, des Professors, des Chefs? Wie nimmt der PI Einfluss auf die Arbeit, auf den Erkenntnisprozess im weitesten und auch auf den Modus, wie es funktioniert. Sind die Doktoranden alleine und jeder macht für sich und ab und zu kommt man vorbei und berichtet? Ist es ein PI, der sagt, ja, du machst besser das und es ist mehr oder weniger vorkanalisiert? Ist der PI Katalysator, der versucht, aus den Leuten das Beste rauszukitzeln, um sie in Richtungen zu treiben, die vorher nicht angedacht waren? Inwieweit beeinflusst der Doktorand oder die Doktorandin den PI und bringt noch was ganz Neues rein? Da würde mich interessieren, gibt es da disziplinäre Unterschiede oder ist das was
wo es ein universelles Prinzip gibt. Also Sie hätten, glaube ich, die Frage so nicht gestellt, wenn Sie nicht für alles auch ein Beispiel im Kopf gehabt hätten. Und ich würde das eigentlich auch mitgehen und sagen, ja, alle die Fragen kann man bejahen. Es gibt im Grunde ein wirklich buntes Mosaik von unterschiedlichen Arten, Wissenschaft zu machen, aber eben auch Gruppen zu leiten oder jedenfalls zu koordinieren. Es gibt die Hypothese, die am Anfang im Kopf von einem Menschen entsteht und alle, die dann in das Team reinkommen, die werden irgendwie auf diese Hypothese angesetzt und müssen schauen, dass das bei ihnen auch stimmt. Ja. Das ist begrenzt herrschaftsfrei, aber so kann man es machen. Und daraus kann eine große These entstehen und auch irgendwie zum Leuchten gebracht werden. Aber besonders spannend finde ich, Herr Wittbrodt, ist das, was Sie dann hinterher gesagt haben, dass es im Grunde Rückkopplungseffekte gibt. Nicht? Also dass eine ergebnisoffene Forschung von Doktorandinnen und Doktoranden dann zurückfließt in das ganze Team und zu den PIs und das auf einmal auf der Ebene der PIs, also im schlechtesten Fall das als eigenes verkauft wird, aber im besten Fall sind die PIs eben auch Katalysatoren für solche Ideen. Und stellen sich damit auch in den Wind und gucken mal, wie darauf die Community reagiert. Und dann wird das wieder ins Team zurückgegeben und so. Und also ich erlebe das oft, ist auf Reisen, man ist im Bundestag oder irgendwo. Und dann werden dort Dinge, die wir in Heidelberg ausgebrütet haben, kritisch hinterfragt. Aber unter Umständen zünden auch auf einmal bestimmte Ideen, von denen wir das gar nicht gedacht hätten. Und wenn das dann wieder zurückgegeben wird in das Team, dann ist das eigentlich fast immer irgendwie interessant. Ja? Und daraus entstehen auch Veröffentlichungen. Ich glaube schon, dass bei uns in den Geisteswissenschaften zumindest die Idee, dass alle an einem Thema arbeiten, so eben genau nicht praktiziert wird. Ja, also ich habe, weiß ich nicht, 30 Doktoranden und diese 30 Doktoranden haben alle völlig unterschiedliche Themen, die in der zeitlichen Spanne und auch in der disziplinären Zuordnung so jeweils wirklich unterschiedlich sind. Ja, also der eine macht Literatur, der nächste macht Chinese Aid Practice und das sind also wirklich Dinge, die sind völlig voneinander. Der nächste macht Digital Humanities, der nächste ist in Environmental Humanities unterwegs. Also das sind wirklich ganz, ganz unterschiedliche Themen und ich unterstütze eher die Doktoranden dabei, sich ihre eigenen Themen zu suchen, nicht etwas zu machen, was ich gemacht habe. Und natürlich sind bestimmte methodische oder theoretische Zugänge, ja, die beeinflussen schon, glaube ich, die Schüler oder die Mitarbeiter. Ja. Aber auch so, dass sie sich eben daran reiben und genau das Gegenteil dann machen oder eben etwas Neues dann entwickeln. Also es ist wirklich dieser Prozess des Aushandelns und vor allem auch des Streitens, ja, der ist ganz, ganz wichtig. Also eher doch das sich aneinander abarbeiten, als immer am selben Strang ziehen. Das geht bei uns fast gar nicht. Also nicht. Oder? Also es ist bei uns schon auch sehr viel diverser. Also am selben Experiment zu arbeiten, kann heißen, einer macht das ASIC-Design, ein anderer ist vielleicht in einem Team am CERN, wo sie irgendwelche spezielle Mechanik entwickeln, um den Detektor zusammenzubauen. Ein anderer macht irgendeine neue, interessante Programmierung mit Artificial Intelligence, wie man ein Problem viel besser lösen kann. Es macht nicht mal jeder eine Physikanalyse. Also es kann durchaus sein, dass einfach eine Methode entwickelt wird oder eine neue Technologie, ein Detektor, Prototypen, Strahltests und so weiter. Aber selbst die Leute, die an Analysen arbeiten, sind kleinere Teams. Das sind vielleicht, was weiß ich, 2, 3 Postdocs mit 3, 4 Studenten, die dann ein Thema wirklich verfolgen, aber zum Teil reden die mehr, vielleicht sogar mit Leuten in einer anderen Institution als mit mir. Also ich sehe meine Rolle drin, natürlich muss ich den Rahmen schaffen und ich muss das Geld beischaffen und ich muss sehen, dass wir in der Kollaboration gut platziert sind, aber dann, ja, man stößt was an und man gibt eine Idee, was ein Thema sein kann, aber das entwickelt sich auch oft in eine andere Richtung, wenn demjenigen das vielleicht so nicht so gefällt oder wenn der sieht, das funktioniert nicht oder er sieht irgendwo anders, macht jemand was anders und sowas würde ich gern machen. Also
Am liebsten sind mir die Doktoranden, die, wo ich was anstoße und dann lasse ich sie laufen. Und das können die in so einer großen Kollaboration ganz genauso. Und andere brauchen vielleicht, müssen mehr an die Hand genommen werden und arbeiten wirklich täglich mit einem Postdoc zusammen, dem sie dann auch dauernd ihre Ergebnisse zeigen. Also das ist, und jeder findet auch seine Hilfe woanders. Ne? Vielleicht an einem anderen deutschen Institut oder überhaupt ganz woanders. Und jeder Doktorand, die Masterarbeiten müssen gut strukturiert sein. Ne? Die müssen in einem Jahr fertig sein. Da macht derjenige genau das, was man sich überlegt hat. Und die Bachelorarbeit noch mehr, wenn man 12 Wochen hat. Aber die Individualität und der kreative Beitrag, der ist natürlich auch in einem großen Team überhaupt nicht eingeschränkt. Also das ist nicht der Ameisenstaat, der nur der Königin dient, sondern ich glaube im Gegenteil. Nee, das ist mehr auf dem Level der Techniker. Ich meine natürlich die Leute in den Werkstätten und die Techniker und auch die Elektronikwerkstatt, die machen genau das, was wir haben wollen. Da sagen wir, das ist das Produkt, was wir haben wollen und dann muss das auch rauskommen. Während bei einer Doktorarbeit, da muss einfach was Interessantes und Veröffentlichbares rauskommen. Aber was das ist, kann ich nicht immer sagen. Eine Erfahrung, die jetzt mehr den Hörsaal betrifft als die Forschung im engeren Sinne, die wir jetzt in der Pandemie ganz stark gemacht haben, ist, es kommt gar nicht so sehr auf uns an. Wir haben immer unsere eigene Rolle überschätzt als Professoren. Vielleicht stimmt das auch für die Forschung, dass ganz viel an Sozialisation, auch an Ideen, im Grunde horizontal zwischen den einzelnen Teammitgliedern diffundiert. Ja? Also dieses Stichwort Methodenkompetenz zum Beispiel. Selbst wenn die Themen unterschiedlich sind, wie man es macht, woran man noch denken muss, wo man was findet und wer interessante Gesprächspartner sind, das lernen die wahrscheinlich viel weniger von uns als voneinander. Und vielleicht ist die eigentliche Leistungsfähigkeit eines Teams genau davon abhängig, wie gut die untereinander auch sprechen und streiten können. Wie viele Räume wir ihnen als PIs geben, für dieses horizontale. Ja, und es ist dann gar nicht das Gruppenmeeting, das wir mit denen allen haben, sondern die kleinen Meetings, die müssen untereinander. Ja, also bei mir haben die Leute auch angefangen, wirklich shared virtuelles Office zu teilen. Mhm. Einfach nur, dass sie wissen, die anderen sind da, 3, 4 andere sind da und arbeiten auch. Mhm. Und gelegentlich redet man mal was, aber im Wesentlichen will man einfach in dem Umfeld sein, mit anderen Doktorandinnen, Doktoranden, Postdocs. Unsere Zeit rennt. Es war furchtbar spannend. Wir haben gar nicht gemerkt, wie es vergeht. Und ich glaube, wir können ohne Probleme noch 2, 3 Stunden weiterreden. Aber unsere Zeit geht dem Ende entgegen. Ich möchte mal versuchen, kurz zusammenzufassen. Wir haben gesehen, dass unabhängig von den Disziplinenteams arbeiten, dass in manchen Bereichen das Thema so stark dominiert, dass eigentlich ein Erkenntnis nur möglich ist, wenn man im Team arbeitet. Und diese gewollten Erkenntnisse ordnen sich auch alle in dem Team unter. Und trotzdem gibt es Mechanismen, die sicherstellen, dass der einzelne Beitrag, der immer originell ist, dass der einzelne Beitrag auch entsprechend gewürdigt ist. Ich glaube, das ist wichtig für die jungen Leute, die reinkommen, das von Anfang an zu verstehen. Ich glaube, aus unserer aller Erfahrung, wir haben am eigenen Leib irgendwie gespürt, wir wurden hin und her gerüttelt und irgendwann haben wir kapiert, so könnte es laufen. Ich schätze auch gerade im Kontext Diskussion, ich bin Hanna, es wäre sinnvoll, wenn wir vielleicht noch klarer kommunizieren, wie das System funktioniert, dass man frühzeitig einschätzen kann, als Studierender, als Promovierender, als Habilitant, was kommt auf einen zu, was sind die Spielregeln und ist es sinnvoll, da weiterzugehen? Oder gehe ich in dem Punkt, in vielen Bereichen ist es ja möglich, eher in eine andere Richtung, bleib in dem Bereich, für den Juristen ausgebildet werden und gehe ins Gericht. Oder ich gehe das Risiko und ich stürze mich in die Wissenschaft, weil ich Spaß dran habe, lebenslang was komplett Neues zu entdecken, zu erforschen, Spaß dran habe, dass das Hobby finanziert wird. Aber das ist, glaube ich, wichtig für die Studierenden und dann auch weiteren Nachwuchswissenschaftler, rechtzeitig das Regelwerk an der Hand zu haben. Ich glaube, da haben wir alle noch ein bisschen Arbeit zu machen, um das dahin zu bringen. Ich wollte eigentlich abschließen mit was Provokantem.
Gelingt mir nicht. Aber wir haben eine Sinologin hier. Wir haben gesehen, dass in der Physik Kollaborationen mit ganz vielen Teilnehmern eigentlich die Regel sind. Sind wir mit eher individuellen Leistungen mittellangfristig einem System unterlegen, das kollaborativ arbeitet von Grund auf? Werden uns die, ja, die chinesischen Kolleginnen und Kollegen, denen es in erster Linie um das Ergebnis geht und erst in zweiter Linie um sich selbst, davonlaufen können? Ist das was, was bereichsspezifisch ist, oder ist das was, wo man sagt, ey, Jochen, was erzählst du für einen Quatsch? Wir sind alle so viel schlauer, wir sind so viel kreativer, wir müssen uns nicht fürchten vor einem großen Kollektiv, das es aber schafft, Hirne zu synchronisieren und damit in Synergie zu neuen Ideen zu kommen. Mag da jemand drauf was sagen? Vielleicht der Reihe nach. Ich glaube, es kommt auf die Problemstellung an. Nicht jedes Problem wird notwendigerweise mit einer großen Gruppe besser erschlagen. Und insofern, wenn ein Problem mit wenigen Leuten gelöst werden kann, ist das vielleicht die effizientere Struktur. Und das, dann können es 1000 nicht besser machen, als es 5 machen können. Ich glaube, das ist wirklich die großen Kollaborationen, das ist geschuldet der Größe der Aufgabe. Und ob das die Chinesen ausgerechnet besser machen, das wollte ich wissen, das ja. ist die große Frage. Ne? Aber was man hier, glaube ich, die Frage hätte ich Ihnen gerne nämlich auch gestellt. Es gibt sicher eine Hierarchisierung auch der Wissenschaftler untereinander, auch in den Naturwissenschaften oder auch in der Physik. Und sozusagen eine Landschaft, die gar nicht unbedingt die Kräfteverhältnisse der Welt, wie sie sich jetzt politisch zeigt, widerspiegelt, sondern die eben eine ganz andere ist. Und auch das sind so Hierarchien, die man... Da interessante Diskussionen haben. Und da sind möglicherweise die Chinesen anders als sozusagen da, wie sie politisch im Moment dastehen, vielleicht eben nicht ganz oben. Ja. Wissenschaft gedeiht in Freiheit. Genau. Und wenn wir die Freiheit der Wissenschaft leben und Begegnungen ermöglichen in solchen Freiheitsräumen, dann brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen zu machen, dass wir irgendwie ins Hintertreffen geraten. Wunderbar. Daraus kann etwas werden. Wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank allen meinen Gästen und ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß, wie ich das hatte. Und mal sehen, wie die Reaktionen sind. Aber ich glaube, wir haben ein bisschen Licht in die Frage bringen können, ist Wissenschaft ein Teamsport? Ja, die Antwort ist so ein bisschen sowohl als auch, aber ich glaube, das ist genau das Wichtige. Wir haben eben nicht entweder oder, sondern wir haben das gesamte Spektrum und für jede Frage gibt es eine optimale Zusammensetzung in der Wissenschaft, um sie entsprechend adressieren zu können. Herzlichen Dank und ich freue mich auf Reaktionen und ich bin schon gespannt auf die nächsten Interaktionen.